Ich habe keinen Kaffee. Ich habe keinen Kaffee.
Alexander.
viel mehr habt ihr denn? Um die 100 Stück und noch mehr. Und noch mehr, noch viel, viel mehr. Und aus diesen Kühen kommt ja wertvolle Milch. Ja. Richtig? Wann? Diese Ecke da drüben. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich bedanke mich für euer Interesse und dann noch einen schönen besten Tag. Ciao, ciao. Vielen Dank, Dankeschön und das ist euer Applaus. Thank you.
probiert. Lassen Sie sich noch ein bisschen unterhalten. Es laufen noch ein paar schöne Videos aus Mecklenburg-Vorpommern. Noch ein bisschen Musik dazu. Störtebecker Braumanufaktur, Solymser Brauerei, Lukas ist der Fleisch, die Großspezialität, Mecklenburger Küche, Fischdunke. Was er drauf hat. Bitte schön. Er ist zu spät gekommen, weil er hat keinen Parkplatz gekriegt. Tja, und da hat er sich gedacht, wenn ich da schon rumsuche, dann mache ich daraus am besten ein Lied. Und das mit einem anderen, besonderen Rhythmus, ja, der gar nicht so alltäglich ist, und zwar einem Mambo! Königinnen, Prinzessinnen, für die Hofdamen, Hoffräuleins, Regentinnen, so viele Begriffe heute. Und wenn Sie wollen, machen Sie gerne ja, stellen Sie Foto, sich gerne dann gehen wir mal zur auf, Seite. Gehen wir zur Seite und dann und können Sie stellt euch mal das schön ganze auf, Bild dass wir sehen. Euch alle sehen, macht die Bühne voll. Genau. Vorsicht, da steht Korn drauf. Und achso, ihr wollt euch setzen. Ah. Ihr könnt dort auch hier hinkommen, hier ist auch noch Platz. Okay, das heißt also, dass ich die in vordersten Reihe bis jetzt sich hinsetzen. Ja, tolles Bild, oder? Das bekommen Sie nicht. Unsere Produktköniginnen, die heute da waren, klasse. Und die ihre Region so toll präsentieren. Danke, dass ihr euch so engagiert. Wenn Sie Fragen haben, Sie sind für Sie da, kommen Sie zum Stand von der Arge der Produktkönigin oder fragen Sie auch direkt hier. Also nutzen Sie die Chance, so nah in Kontakt zu kommen. Danke euch. Wenn Sie jetzt hier in... Ich werde nicht verlieren. So, wo ist
fürs Kaffee bezahlt und haben sich immer bescheißen lassen. Das muss ich so deutlich sagen. So, wo ist der Skapo? Die argentinische Rotkamele. Das ist ein Scampo, ein Nephrops norvegicus. Einzig allein diese Art von Krebs, von Zehnfußkrebs, dürfen Sie als Scampi verkaufen. Alles andere, was in den Restaurants hier in Berlin und der ganzen Welt verkauft wird, sind uns gewöhnliche Garnelen. Und wenn man jetzt ein bisschen angeben möchte, dann nutzt man den spanischen Begriff für Garnele. Schieren ist ein Scampo. Und alles andere sind lecker schmeckende Garnelen, die Rundgarnelen, die griechischen Rundgarnelen, total lecker, die aus dem Land zwischen den Meeren eine Dose, ein Voll, das Abendessen, die haben auch schon gemacht. So, meine Damen und Herren, so sind wir noch. Ich habe auch eins oder RTL noch mal heute Nacht eben hier reinkommen, aber wir gucken uns einfach mal um. Wenn ihr nicht schlafen könnt, gucken Sie einfach RTL gegen 24.55 Uhr. Krabbeln kannst du noch. Also ich sabbel und du krabbelst. Warte, halt doch. Schmeckt das Bier, aber wenn du es so lange warm hältst, schmeckt das nicht. Also ich nicht weiß, wo die hingehört. Und ich brauche jetzt Ihre Hilfe. Sie muss mir jetzt mal helfen. Jetzt, wo liegt denn jetzt hier andersrum gefragt? Haben Sie jemals in Ihrem kurzen Leben auf dieser Erde schon einen Scampo? Dann kostet Sie 10 Euro. Überlegen Sie gut. Wenn Sie falsch gezeigt haben, sind die 10 Euro hier. Bis wir rausgeschmissen haben von der Alten. Thank you.
rechte Wand von Schreiner 14 Mann. Du bist das Land, den ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Bruderland. Du bist das Land, den ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Bruderland. Es ist auch drinnen in Ostkarte, falls Sie Großblick nehmen. Ja. Und ja, sozusagen Lebenslage gehabt. Thank you.
Oh.
Plastik-Telefon. Aber doch mal klassischer. Ich lasse, ich war, ich kriege.